Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich habe hier ein wirklich spannendes Produkt für euch. Das ist der Avegant Glyph. Und ihr seht das jetzt schon hier hinten an dem Herren, wie man das Ganze trägt. Das ist praktisch wie ein Kopfhörer, in dem der Teil hier vorne dann noch über die Augen geht. Und ihr denkt euch schon, yep, hier kann man wie ungefähr bei VR sich Filme anschauen. Und ja, das Ganze funktioniert aber ein bisschen anders wie klassische VR-Lösungen. Hier ist es nicht so wie sonst üblich, dass hier hinten ein Bildschirm ist oder eben zwei Bildschirme und die durch die Linse gebündelt und auf die Retina projiziert werden. Nein, hier sitzt eine LED auf der linken sowie auf der rechten Seite, die das Farbspektrum abbilden. Das sind dann wahrscheinlich drei LEDs. Und die hier auf bis zu 2 Millionen, meinte er, kleine Spiegel treffen, die dann flimmern und das Licht umlenken auf eure Retina, die dann praktisch die einzelnen Pixel bilden und auf die Retina werfen. Das Ganze soll dann immerhin eine Auflösung von 27p schaffen. Und ja, es klingt ziemlich verrückt. Ich habe es ausprobiert. Es schaut echt gut aus. Und man sieht wirklich ein Bild, das ist geschätzt ungefähr 60, 65 Zoll groß und ist 1,5 Meter entfernt. Also eine sehr angenehme Größe, sage ich mal, um auch länger Filme und andere Medieninhalte konsumieren zu können. Und genau dafür ist das Ding dann auch gedacht. Das ist seit Ende 2016 auf Amazon für 550 Euro erhältlich und spricht dann, ich sag mal, besonders Leute an, die zum Beispiel viel im Flieger sitzen und damit komplett in andere Welten eintauchen und auch länger mal angenehm einen Film anschauen können. Aber das ist nicht alles. Man kann damit auch ganz gut Drohnen fliegen. Das hat natürlich auch ein Head-Tracking mit drin, das man dann hier übrigens über diese Knöpfe ein- und ausschalten kann. Außerdem kann man hier die Lautstärke regeln, ein Testbild einschalten. Auf der anderen Seite sind auch noch Knöpfe. Ich weiß nicht ganz genau, welche für was ist. Gehen wir noch mal hier ein bisschen drumherum. Dann haben wir hier noch verschiedene Anschlüsse. Der blaue, da kommt ein mitgeliefertes Kabel rein, das in einem HDMI-Anschluss mündet. Logisch, darüber werden die Inhalte eingespielt. Hier haben wir einen Micro-USB-Port. Darüber wird das Ganze geladen. Ja, das Ganze kann übrigens mit einer Akkuladung 4 Stunden lang Inhalte abgeben. Hier haben wir noch einen normalen Audio-Eingang, denn das Ganze kann man auch einfach als Kopfhörer nutzen. Sieht dann vielleicht ein bisschen komisch aus, weil es dick ist. Dafür drückt man hier diese Linsen rein. Ich mache das mal, nimmt das Nasenteil raus. Es wird auch eben noch eine kleine Kunststoffpolstereinheit mitgeliefert, um das Ganze euren Kopf angenehmer anzupassen. Und schon könnt ihr das Teil normal aufsetzen. Wenn ihr dann wieder eure VR-Inhalte anschauen wollt, klickt ihr hier drauf und ja, schon kommt das auch wieder raus. Also, das ist der Glyph von Avegant. Schaut auch mal auf denen ihre Seite vorbei, dort erklären die noch ein bisschen genauer, wie die Technik funktioniert. Ich glaube, ich stecke das hier gerade irgendwie falsch rum rein. Ist auch egal. Und schaut auch mal bei übergizmo.de vorbei, da haben wir noch einen Artikel zu dem Teil, wo ich alle Infos nochmal reingeschrieben habe, die ich jetzt hier im Video nicht untergebracht habe. Ich finde es eine super spannende Technik. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich bedanke mich trotzdem soweit schon mal fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.